und der Reisschüssel. Im Namen von Bruno Janiello. Ciao Bruno. Ciao Ferruccio. Und dem Roger Schnellmann. Guten Abend. Die wahrscheinlich schnellsten Bergrennfahrer in der Schweiz, vielleicht auch europaweit. Erzähl mal schnell etwas über dein Downsize-Auto. Ich weiss, das kennen wahrscheinlich alle, aber trotzdem. DT1-4. Hubraum-B-Fahrzeug. Hubraum. 1970. Turbo. Turbo und Kompressor. Downsize. Mitsubishi Lancer Evo 8. 2 Liter Motor. Auch aufgenommen. Also gut. Und die beiden wollen es aufnehmen. Wir sind mit einem Dodge Viper. Ein bisschen mehr Hubraum, 8,3 Liter. PS hätten wir 507. 76. 530. Wenn ich wirklich will, ja. Okay. Newtonmeter 725. 740. Ah! 660. Okay, ja, sind die Tiefstapel. Okay, ja gut, nein, dann für das haben wir uns natürlich bei diesem Test 3 kleine Prüfungen ausgearbeitet. Einer ist bekannt, weiss jeder, Beschleunigungsrennen. Und zu dem begeben wir uns gerade. Bruno, noch schnell zu dir. Wenn ich das Auto anschlage, kannst du ihn ein bisschen wegstellen. Ich wollte nicht unbedingt aus dem Luftfilterkasten rauskratzen. Ist das schon okay? Und ja, gut, sieht dann nicht mehr viel, hä? So ist es. Anderes Fazit, Downsizing. Sagen wir es mal so, wenn es richtig gemacht ist, dann hat es schon auch seine Daseinsberechtigung. Würde ich schon so sagen. Und damit, kurz und schmerzlos, ich habe nicht gewonnen. Das war wirklich eine rechte Überraschung für mich. Ja, ist es gewesen. Wie der Bruno richtigerweise vorher gesagt hat, wir haben den Italien ist gut, das heisst, wir sind ein bisschen zu schnell irgendwo reingefahren. Sie sind schnell irgendwo reingefahren, sieht man später noch in den Outtakes. Der Herr Schnellmann, Roger, hat uns ein bisschen abgeputzt von der Zeit her. Ja, Fazit vom Downsizing. Was soll ich jetzt sagen? Wenn es richtig gemacht ist, so wie bei diesen beiden Herren, dann kann das auch völlig okay sein.
Und sonst wäre ich gegen 8,3 Liter V10, muss vielleicht ein Benzin und Löwenbrauch. Versicherung. Ja, und sonst vielleicht noch ein paar kleinere Sachen, aber Spaß macht. Im Namen von der absolut bekannten Bruno Janiello. Ciao Bruno. Ciao Ali. Nein. Rundstrecke. Ciao zusammen. Gut. Dritter und letzter Test. Rundkurs. Gut. Daumen nach oben. Daumen hoch, damit? Daumen hoch. Fuck! Daumen hoch. Das kann man nicht beschneiden, gell? Ja, ich weiß nicht, wie du den Schluss sagst, bis zum nächsten Mal. Ja, wieder genau. Da. Der Rutsch. Du bist dort, immer. Nein, ist okay, ist das scheiße.